streichel mich gefälligst und lass den Scheiß. Ja, ja, echt mal. Also, liebe Zuschauer, es war gerade kurz ein Blackscreen. Mein Kater kam auf die gute Idee, sich auf die Tastatur raufzulegen und die, damit die Aufnahme zu beenden. Ne, Barney? Ja, ja. Was ich eigentlich... Hat er so abgerichtet, den Kater? Ja. Nee, meine Freundin hat ihn so abgerichtet. Der macht dann immer zu, um 22 Uhr macht der Kater mal den Rechner aus. Irgendjemand muss ja schuld sein. Was? Wer muss schuld sein? Was? Irgendjemand muss ja schuld sein. Ja, das stimmt. Und am Ende war es der Kater, ne? Nee, die Frau, die ist immer schuld. Jetzt habe ich gerade schon eine gekriegt. Zu Recht, zu Recht. Ist jemand in der Nähe vom Hof? Gleich, wieso? Ich könnte mal. Achso, ja, ich könnte mal einen Kater gebrauchen. Weil Kater ist Experte in Herrichten. Nee, was mich interessiert hat, aus dem Licht oder mein Trecker? Warum wächst du die dich und dein Trecker? Gar nicht mehr beim Güllen. Toll. Weil ich hänge hier immer noch auf meinem Frontlader. Entschuldigung, Florian, dass ich dir darin rede. Alles, so, alles gut. Okay, ich gut, frage gut, mich, gut. Ich frage mich, ob es Frauen gibt, die LS15 spielen. Ja. Ja. Ja? Klar, aber die können es nicht. Ach so. Ja, aber nur die mit Heli Kitty drauf, oder? Ey, ihr seht kein Schwanz mehr was beim Güllen. Das ist so kacke. Muss eine Helfer anstellen. Warte gerade, brauchst du nicht. Geht, ich hab mich runter. Du kannst beim Güllen keinen Helfer anstellen. Jetzt bin ich halb echt doch. Nicht? Na gut. Nein, Gülle geht nicht, nee. Du das kannst beim... Ich beim... sehe jetzt überhaupt nichts. Ich sehe einfach nur alles pissgelb. Super. Oder pissbraun. Nee. Ey. Kackbraun. Ist auch ein guter Wandton. Welche Farbe möchten Sie wann gestrichen haben? Kackbraun, bitte. Oh, da freut sich die Eva. Musst du aufpassen, dass Möbel zu den Gardinen beißen. Nach Hause kommen, da gibt es immer Ärger, wenn sie beißen. Ja, wenn sie die Gardinen beißen. Auseinanderstellen, naja. So, ich komme. Oh, nett hier, Freunde. Ich komme wieder runtergefahren. Ich gucke jetzt mal eben schnell. Ach man, ich hasse Twitch schon wieder. Habt ihr das letztens mitgekriegt? Die haben nochmal ausgerechnet, was hier. Wie heißt diese BB Beauty oder so? Wie heißen die nochmal auf Facebook? Auf YouTube. Bibi, dieser Beauty-Kanal. Bibis Beauty? Hier, Cory, Otto, frag mal deine Freundin. Wie heißt dieser Beauty-Kanal auf YouTube? Maus? Wie heißt dieser Beauty-Kanal auf YouTube? Irgendwas mit Bibi. Bibi. Blocksberg. Nee, nicht Bibi. Entschuldigung. Langstrumpf. Okay. Nee, Bibi Langstrumpf auch nicht. Der Beauty-Kanal? Ja, da gibt's so eine Bibi, die hat so einen Beauty-Kanal. Ich bin keine typische Frau. Ja, so. Gut. Okay. Ja, das ist nice. Aber so muss man schon sagen, wunderbare Beschreibung. Eine Bibi, irgendwie auf YouTube. Ja, die, ja gut. Das ist eine der bekanntesten YouTuberinnen hier und. Oh, das klingt furchtbar. Bibi klingt wie dick und hässlich. Nee, die ist blond yeah. Und blond und blond. Blond halt. Und hübsch, sagt man. Also, Daniela Katzenberger. Wird nicht besser. Nee, Daniela Katzenberger-Style nicht. Nee, das nicht. Nee, aber jedenfalls. Die hat halt irgendwie Millionen von Abonnenten und verlost auch hier immer ihr irgendwie iPads und MacBooks und so weiter und so fort, ne? Und die haben sich jetzt mal ausgerechnet, wie viel die pro Tag Gewinn macht, ne? Kein Umsatz, sondern Gewinn. Ne? Die hat ja auch Manager und Netzwerk und so, das heißt also, sie gibt da halt noch ein bisschen was ab. Und die haben halt ausgerechnet, wie viel Gewinn sie macht. So, und jetzt möchte ich mir bitte von euch mal so ein paar Zahlen in den Raum geworfen haben, was ihr so denkt, wie viel Gewinn... Wirklich gewinnen, was sie behalten darf, ne? Wovon sie machen kann, was sie möchte, was sie... 7.000 Euro. 2.500. Okay, wir haben 7.000 von Smirnoff, 2.500 von Carter. Wie viele Abonnenten? Ein paar Millionen hat sie. 10.000 bis 15.000 pro Monat. Ja, ich würde schon sagen 10.000 bis 15.000. Pro Tag. Ich habe gefragt, was sie pro Tag verdient, ne? Ach, pro Tag. Pro Tag würde ich sagen 500er. Ja, okay. 600, 700 Euro. Ja. Vielleicht auch so wie, ja, 700 bis 1000 würde ich sagen. Jetzt kommt er mit 1500 Euro. Nein, man muss dazu sagen, sie hat Amazon-Links eingebaut, also Amazon-Affiliate-Programm, dann macht sie noch ein bisschen Geld und so weiter. Und das ist reiner Gewinn pro Tag. Und die haben ausgerechnet, sie macht 8000 Euro Gewinn pro Tag. Pro Tag? Ja, da war ich ja am nächsten dran mit 1000, wa? Also, hey, ja. 2.500, nee, 7.000 hat er immer gesagt, Smirnoff, ja? Smirnoff hat 7.000, ja. Aber er hat gedacht Monat, aber... Ich hatte gedacht Monat. Ja. Mhm. Nee, 8.000. Das ist übel, Alter. Das ist richtig übel. Ja, es ist natürlich keine offizielle Zahl, sondern es hat wirklich hochgerechnet, also auf Anzahl der Klicks und
4 Klicks. Und es ist halt schon abgezogen, das, was sie an Provision zahlen muss, an ihr Netzwerk. Und abzüglich Steuern und so weiter und so fort. Ne? 8.000 ja. pro Tag. Das haben die halt ausgerechnet. Ob das stimmt, ist doch, die andere Sache. Es kann natürlich auch sein, dass sie mal Tage hat, wo sie nicht ganz so viel verdient, aber... Selbst wenn es so 10% nur davon ein Zehntel davon ist. Ja. Dann, wisst ihr, dann ist das 8.000 käme ich heute zurecht, also. Ja. Ja, 8.000 Zehntel, da kann ich meinen Koksbedarf decken und so, ne? Das ja. Ist ja. Muss ich dann ein bisschen einschränken, aber... Wo ist ja. Ganz, wo das geht. Ja, kann man halt nur 30% davon nutzen, gell? Ja. Das ist also... Sag mal, ist an der BGA eigentlich noch Gülle? Ja, da müsste jede Menge Gülle sein. Ich glaube, das Güllefass ist voll in der BGA. Ja, aber ist natürlich da, ich meine... Meine Kühne habe ich alles schon verbraucht. Ich meine, wenn man sich das mal hochrechnet, auch was PewDiePie pro Tag verdient, ne, das ist, Was ein Gronkh am Tag verdient. Ja, das kannst du nachgucken, was die verdienen. Ja? Guckst du einfach, ja, gehst du in Bundesanzeiger, also bundesanzeiger.de, ist eine Anlaufstelle für sämtliche Firmen in Deutschland, also GmbH und so weiter. Guckst du rein, Bundesanzeiger, gibst einfach mal einen Play Massive. Also Play Massive. Ja. Und dann siehst du, was die für einen Jahresumsatz hatten. Mit der GmbH. Das kannst du ganz schnell rausfinden. Ich möchte jetzt hier keine Zahlen nennen, aber die gehören natürlich auch zur ProSiebenSat.1 Media AG. Ja. Dementsprechend. Da weißt du, wo das Geld steckt, Alter? Ja, natürlich. Natürlich. ProSieben? Ja. ProSiebenSat.1 Media AG, ja. Ja. Muss man bisschen. Gehört zu ProSieben und so? Ja. Ich dachte, der ist für sich alleine, macht er das? Nein. Das weiß auch, wo sein Alter herkommt. Das ist ein richtiges Dickshift. Ja. Aber ein richtiges Dickshift. Ja. Haben die auch schon drauf gefolgt mit bei YouTube überall drin, ja. Natürlich, ach, die haben, ganz ehrlich, Kater, sämtliche Kanäle mit über 20.000 Abonnenten, da steht meistens ein Netzwerk hinter. Also alles, was über 20.000 Abonnenten hat, wird sowieso von jedem Netzwerk sofort abgegriffen. Ich meine, guck dir... von der BGA runter! Nicht jedes. Nein, nicht jeder, aber du wirst schnell angesprochen. Hm? Ja, aber ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf hätte. Das ist die andere Sache. Weißt du, jetzt mal von den Netzwerken hin oder her, ob das gut ist, bla, gedöns, das ist mir egal. Ich meine, weil die Arbeit hab ich. Klar, die mögen auch ihren Teil machen, aber das ist trotzdem meine Arbeit. Ja. Weißt du, warum zum Teufel? Es kommt halt drauf an, ob du damit klarkommst, dass du deine Seele verkaufen kannst. Ja, erstmal ditte und zweitens, für meine Arbeit soll ich dann noch jemanden was abgeben? Alter, ich bin dann selbstständig. Aber so wie das für mich klingt, wenn die da schon wieder überall ihre Pfoten drin haben, ProSieben, RTL, wie die ganzen Vollidioten heißen, da kannst du wieder darauf hinaus, dass man auch bei YouTube da bloß noch voll geschwindelt wird. Ja, es kommt immer darauf an, also die haben ja jetzt doch gerade, es gab doch eine riesengroße Diskussion, weil Gronkh und Sarazar doch hier, war das The Evil Within oder irgendein anderes Horrorspiel gespielt haben. Evil Within. Ja, und die haben und die haben Werbung dafür vorher, also die haben für das Spiel selber haben die Werbung gemacht, also Werbung für den Spielehersteller. Die waren halt in dem Werbespot von dem zu sehen. Mhm. So, und jetzt natürlich die Frage, kannst du, wenn du in einem Werbespot zu sehen warst für ein Spiel, kannst du das Spiel dann negativ beurteilen? Darfst du, hast du das Recht dazu, es negativ zu reviewen? Wenn du vorher... Kommt immer auf den Vertrag drauf an. Richtig, weil die Frage ist natürlich, klar, die spielen das vorher, machen da Werbung für, die können natürlich nicht sagen, das Spiel ist schlecht. Ja? Nee. Das ist halt die Sache. So. Und das ist halt die Frage, du musst als Let's Player, also wenn du einen, du hast ja einen redaktionellen, eigentlich einen redaktionellen Auftrag. Ne? Ja. Das heißt ja, wenn du ein Let's Play machst, dann musst du, so gesehen, redaktionell das Ganze unabhängig? Bei Let's Play oder bei einer Vorstellung von einem Spiel? Das müsste vielleicht mal alles unterhalten. Ja, genau. Also. Bei einem Review können die dir vorschreiben, was du zu sagen hast. Richtig. Beim Let's Play kannst du machen, was du willst eigentlich. Ja. Das ist ja eigentlich also, wenn ein Review und ich muss das sagen, also steht, dass du es loben ich habe mal einiges angeschaut von dem Evil Within hier von Gronkh und so weiter. Ich fand es nicht schlecht gemacht. Aber ich muss aber auch so sagen, die beiden, die machen das ja nur nicht erst seit gestern. Ich glaube, nein, die werden und die wissen auch, glaube ich, was ihre Abonnenten für eine Macht ausüben können. Und ich natürlich. Glaube nicht, also wissen tue ich es nicht. Mag sein, dass ich mich da jetzt auch voll in die Nesseln setze, aber ich glaube,
dass die, weil die wollen ja weiterhin Geld verdienen und dass die nicht unbedingt mit ihren Abonnenten verscherzen müssen. Und nein. Ihre Abonnenten sind nicht alle blöde. Nein. Ja, die werden sich auch sagen, Moment mal, wenn die, ne, dann ist das dann überhaupt noch authentisch. Und ich glaube nicht, dass die das sich versauen lassen wollen, dass die deshalb ganz genau darauf achten, was für Verträge die unterschreiben. Und dass die sich natürlich vielleicht auch den sich so weit offen halten, dass die auch sagen dürfen, hier pass auf, wir machen Werbung für euch, klar, kein Ding, aber wenn euer Spiel scheiße ist, dann sagen wir dir doch, dass euer Spiel scheiße ist. Das sagt er aber auch. Ja. Der beschwert sich über verschiedene Sachen im Spiel und so weiter. Das ist ja auch beschissen, Arena-Kämpfe und solche Sachen. Ja. Und der meckert auch drüber. Ja. Also es ist nicht so, dass er da irgendwie das ist auch wieder nur Lobbrudeln tut. Nee, nee. Worauf ich aber hinaus wollte, eigentlich mit Netzwerk, weil ihr habt natürlich gesagt, klar, du schiebst Netzwerk eigentlich Geld in den Hintern, so gesehen, wenn man es mal ganz grob sagt. Das ist ja eigentlich nicht der Sinn des Netzwerks. Der Sinn des Netzwerks ist eigentlich, dass die für dich spezielle Werbepartner suchen, die zum Beispiel die auf mich oder die auf den Kanal zugeschnitten sind. Und entsprechend wird dann halt andere Werbung für den User halt eben gezeigt. Und du verdienst so gesehen eigentlich mehr Geld dadurch, gibst natürlich aber auch den Netzwerk ein bisschen Geld ab, weil die natürlich Arbeit damit haben. Das heißt, es ist keine Milchmädchenrechnung, das nicht. Du im Idealfall verdienst du so gesehen, oder in Anführungszeichen verdienst du dadurch mehr und kannst davon dann halt eben auch leben. So, und brauchst dann halt eben und kannst halt davon. Und das andere, was dazu kommt, die machen natürlich für dich auch Partnerschaften oder suchen Partnerschaften. Das heißt, ich meine, mal abgesehen davon, was Simon Unge gesagt hat, das ist auch immer so fraglich, ob das alles Wahrheit ist. Ne? Da erstmal ditte und zweitens, wie alt ist er? 18? 18, 19, nee, 21 oder so ist er. Nein, ja, was mit über 20 war der. Ja, ja, aber wo er den Vertrag unterschrieben hat. Ja. Du kannst mir nicht sagen, du kannst, also ich unterstelle ihm das jetzt einfach mal, ich bin jetzt mal böse und unterstelle ihm das jetzt einfach, dass der vielleicht den Vertrag einfach nicht so genau gelesen hat. Das scheiße war. Oder selbst wenn er ihn genau gelesen hat, ihn vielleicht einfach nicht verstanden hat oder sich nicht bewusst war, was er da unterschrieb. Das ist sehr weit, meine ich. Das ist sehr und, oh Mensch, Kochi, lass doch mal das Rumgerüssel hier. Ich nehme mal auch an, dass er vielleicht einfach mal keinen Anwalt hat draufschauen lassen, der ihm dann gesagt hat... Damals nicht, nein. Damals so, nicht, ne. Und jetzt ist er an eine Grenze gestoßen oder an einen Punkt gekommen, wo Sachen, die im Vertrag standen, denke ich mal, gegriffen haben und die ihm vielleicht nicht mehr gepasst haben. Ja, wo dann gesagt wurde, du musst jetzt einen Spot drehen mit denen und denen oder mit wem auch immer oder musst irgendwas machen, was er nicht will oder so. Genau. Es ist natürlich die Frage, ob er das gemacht hat, um seine Zuschauer in Schutz zu nehmen, um seine Neutralität zu wahren oder ob er gesagt hat, so, pff, wisst ihr was, ich merke gerade, dass ich vielleicht, ohne ihn das unterstellen zu wollen, also ich möchte da mich auch nicht so weit aus dem Fenster nehmen. Nee, um Gottes Willen. Ich merke jetzt, dass ich mehr Geld verdienen kann, wenn ich nicht mehr im Netzwerk drin bin. Dass er vielleicht auch an dem Punkt ist, wo den ich mir dann immer stelle, manchmal das Geld, was ich den Netzwerken in Rachen schmeiße, dafür, dass ich vielleicht besser verteilt werde oder ne, mehr Leute erreiche, das Geld kann ich mir jetzt auch in meine eigene Tasche stecken. Ja. Ja, aber ich sage jetzt ja, ich meine, das Problem ist ja auch, was wir festgestellt haben, ich würde auch ganz gerne mit anderen YouTubern mal zusammen was machen. So sei es LS15 oder sonst irgendwas. So, ne? Und natürlich guckst du dann halt eben, gibt es Kanäle, die ein bisschen mehr Abonnenten haben, so, also beziehungsweise die ähnlich groß sind wie man selber, so, weil es bringt mir nichts, wenn ich jemand, also ich meine, mit euch mache ich sowieso, also mit dir, Charlie, zum Beispiel, mache ich sehr gerne Videos, ne, das geht runter wie Höhe. Ja, aber dass man halt schon mal guckt, gibt es vielleicht irgendwie einen Kanal, der, weiß ich nicht, wo dann auch eine Community, also eine größere Community ist, wo du weißt, okay, der hat irgendwie 1000 Abonnenten, so, mit denen kann man zusammen was aufziehen oder aufbauen, so dass man sich gegenseitig so ein bisschen pusht. So. Das findest du halt ohne Netzwerk echt extrem schwierig, weil die denken alle, du willst den Abonnenten klauen. Dabei willst du es ja überhaupt nicht. Du willst dich ja nur austauschen mit denen. Du willst mal was richtig Schönes machen. So. Und ich meine, es gibt ja auch Unge und die ganzen anderen, die da alle mit Unge zusammen Sachen machen. Die haben sich tolle Sachen ausgedacht. Ne? Ich meine, mit der Longboard-Tour und so, das sind alles feine Aktionen. So, ne? Das ist alles... So, wo man halt auch merkt, okay, die haben irgendwie, natürlich wollen die damit auch ein bisschen Geld verdienen, wollen aber auch Spaß haben damit und haben sich da groß zusammengeschlossen. Das finde ich halt eine super Aktion so und zeigen halt auch, dass es auch anders geht. So, ne? Und ja, was man, das ist halt Business, ne? Ja, natürlich. Und was man da halt nicht vergessen darf, ist halt irgendwie, das, was Jan Böhmermann als Satire macht, wo jetzt alle Jan Böhmermann hassen, das, was Jan Böhmermann als Satire rüberbringt, das ist teilweise auch gar nicht so unwahr, ne? Ja. Ja. Natürlich, der sagt zu den 13-Jährigen, ey, ganz ehrlich, Coca-Cola ist scheiße, kauf nur noch Pepsi, dann rennen 1,5 Millionen
Jugendliche rennen los und kaufen nur noch Pepsi. So. Ja. Ja. Ja, die Pepsi schmeckt eklig, aber der hat dann einfach eine Macht und darüber sind die meisten sich überhaupt nicht klar, genau, was die mit Aussagen überhaupt bewirken können. Da hatten wir schon mal drüber gesprochen, ne? Als Take Z sich damals aufgelöst haben, dass sie alle von dass die Teenager-Mädchen von den Balkons sich haben runtergestürzt sind. Ne? Da haben sich Mädchen umgebracht, weil Tanks letztlich sich aufgelöst haben. Ja, da löst sich eine Boyband auf und die Mädchen stürzen sich vom Balkon runter. Gut, wahrscheinlich auch ein paar Jungs, ne? Aber. Die waren definitiv angehaucht. Ja, Tanks Z meinst du, waren angehaucht? Auch die Jungs, oder die Jungs, da runtergestürzt haben. Ja. Das definitiv, ne? Ja, also ich finde auch generell überhaupt diese Diskussion, ob YouTuber diese Star-Bla-Gedöns, ja, haben sie. Wenn sie eine bestimmte Größe erreicht haben, ja, natürlich, dann ist da kein Unterschied mehr. Weil wo ist denn da der Unterschied, ob ich nur im Fernsehen oder... Auf Arte werden auch keine 10 Millionen Menschen erreicht, ne? Das muss man sich aber auch mal so überlegen, ne? Ja, ich meine, bloß wenn ihr ProSieben mitmischt, da kann ich aber noch Fernsehen gucken, da falsch geht YouTube. Irgendwo ich. Ja, die ProSieben-Sat.1 Media AG mischt in ziemlich vielen Bereichen mit. Ja. Oh ja. Ich meine, ich habe nur mal was gegen diese ganzen korrupten Mädchen. Also, ist. Ich habe eigentlich nur was gegen die Werbung, weil da fühlt sich meine Intelligenz beleidigt. Bei Werbung? Ja. Deshalb gucke ich kein Fernsehen mehr. Kompletten Fernsehprogramm, ich weiß. Dagegen. Ich gucke auch nur noch die Sportshow. Die ganzen Talkshows, die bringen diesen ganzen Müll. Ja.